Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, jetzt kommt diese Room-Tour, die Studio-Tour, die neue, weil ich wollte euch ja ein paar neue Sachen zeigen. Und da schauen wir uns jetzt zusammen an. Ja, wie ihr hinten ja schon seht, hier ist mein Arbeitsbereich, den haben wir hier. Und dann ganz hinten, da ist der Gaming-Bereich und den schauen wir uns jetzt zusammen an. Und was hier alles so in meinem Laden ist, beziehungsweise was sich alles geändert hat. Ja, eigentlich nicht viel, weil ja, ich lasse es meistens immer so, wie es ist. So, und hier haben wir jetzt schon Teil des Studios. Hier ist nochmal mein Zelda-Bild. Hier haben wir einen Lichtschalter. Der ist einfach dazu da, um halt das Licht an der Decke zu steuern. Dann ist halt hierher gekommen. Ja, wir haben eine Stehlampen mit drei verschiedenen Philips Hue-Lampen drinnen. Ja, das Elgato-Licht, eigentlich recht gut für Videos zum Produzieren. Da unten mit ein bisschen Deko, Grünzeug. Ja, meine Dollarnote, die habe ich eigentlich jetzt schon, glaube ich, 15 Jahre oder so. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die schon habe. Und ja, die ist irgendwie so eine Art Glücksbringer für mein YouTube-Projekt. Und darum habe ich sie hier ausgestellt. Wie ihr hinten seht, da haben wir dann noch ein LED-Band, auch von Philips Hue natürlich. Und ja, hier geht es eigentlich weiter. Hier ist meine Aufnahmezentrale, beziehungsweise ja, hier wird, wo halt alles gefilmt wird. Da haben wir auch wieder den Elgato, den Arm und ja, mit der Erweiterung und natürlich halt auch hier zum Aufnehmen dann für Unboxing-Videos und so weiter. Das heißt, ich habe hier eine Sony ZV1 mit dem Sony-Mikrofon, einfach ein zweites Mikrofon für gute Qualität als Backup, falls einmal mein Sennheiser ausfällt, mein Lavalier. Hier haben wir auch eine Sony ZV1, das heißt zweimal Sony ZV1 zum Unboxen und zum Videos machen. Ja, hier ist nochmal die Spende, was ich gemacht habe für die Kinderkrebsforschung. Ja, und hier haben wir meinen Gaming-Sessel. Das ist Secret Lab. Recht gemütlich. Kommt auf jeden Fall noch ein Langzeittest, weil der ist wirklich sehr cool zum Arbeiten und hat halt auch sehr viele Features und finde ihn auch sehr gemütlich und passt eigentlich farblich hier richtig schön rein. Ja, weiter geht's an meinen Schreibtisch. Ich setze mich mal gemütlich hin. Hier natürlich das Orbi-System, das halt auch hier tolles Internet ist beim Gaming-Bereich. Wieder ein bisschen Deko-Pflanze und hier hinten, das habe ich mal bekommen, das ist so eine Filmklappe und passt eigentlich perfekt zu YouTube und man kann eigentlich sogar das Licht aufdrehen. Das heißt, ich könnte jedes Mal immer was draufschreiben und ja, einen Take machen sozusagen. Ja, finde ich eigentlich als Deko recht cool gemacht, vor allem weil es ja auch beleuchtet ist. Ja, und dann schauen wir mal, was hier so abgeht in meinen Laden. Ja, oberste Lade ist natürlich wieder alles für Video gedacht. Hier habe ich halt noch ein paar Akkus, ja, mein Sennheiser, die AVX-Serie, richtig cooles Tool, das habe ich schon sehr, sehr lange und bin recht begeistert. Dann haben wir noch ein paar SD-Karten. Ja, meine alte Haube, die habe ich hier so als Erinnerung noch drinnen. Ein Unboxing-Messer, wenn man es braucht. Und hier haben wir dann noch zwei Sennheiser. Taschen, da ist einfach diverses Equipment drinnen und so weiter. Und hier wäre sogar noch, ich hole es mal kurz auf, sogar noch ein normales Mikrofon von der AVX-Serie. Somit hätte ich hier auch ein Mikrofon. Das heißt, ich habe eigentlich tontechnisch für Interviews auch immer was parat. Schauen wir mal in die nächste Lade rein. Zusammenräumen kann ich ja später. Hier habe ich dann noch drinnen ein Akku-Pack, wo ich sogar mein MacBook laden könnte. Von Aukey ist das sehr zu empfehlen. Diverseste Anschlusskabel noch und Panzerglasfolien für diverseste iPhones. Also da habe ich iPhone 12, iPhone 11, dann noch für mein iPad Mini. Und hier habe ich sogar etwas, was ein bisschen sogar eine Rarität ist, eine CD zum Brennen, aber das MacBook Air Superdrive. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr zum Kaufen. Habe ich hier sogar auch noch. Nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr, nur ich hebe es halt auf, weil es halt irgendwie so eine Art Erinnerungsfaktor auch hat. Ja, hier sind meine ganzen Shirts drinnen, die was ich immer regelmäßig wechsle für die ganzen Aufnahmen. Das heißt, es ist so, ich ziehe sie an, haue sie in die Wäsche, werden gewaschen und dann kommen sie wieder hier rein. Somit habe ich sie immer griffbereit. Hier sind alle meine Apple-Hüllen von allen möglichen Produkten. Da ist einiges los.
ja, MacBook sitzt ja da unten, dann haben wir noch iPad Pro, iPad Mini, ja, die ganzen Handys dazu. Und hier alles für die ganzen Hüllen für die Aufnahmen, zweimal Sony ZV-1 und die Sennheiser AVX-Serie. Also für richtig guten Ton kann ich das sehr gut empfehlen. So, und jetzt schauen wir weiter in die Laden, und zwar, ja, hier habe ich noch drinnen ja, Konsolhefte, Konsol.at. Das ist eine Videospielzeitschrift gewesen aus Österreich. Das sind einfach zwei Ausgaben nur, weil ich hier namentlich erwähnt wurde. Darum habe ich mir die aufgehoben. Ja, die Überwachungskamera, wo wir ja schon mal das Testvideo gemacht haben, ist zurzeit nicht im Gebrauch. Und hier noch so ein Smart Plug. Ja, den habe ich ein Viererpack gekauft und eines übergeblieben. Darum ist der hier drinnen. So, ja, als Reserve sozusagen. Hier ja, eine Verpackung von meinem Modem, den habe ich hier noch drinnen, und ja, den Wassersensor von Eve. Ja, ich hatte einen Wasserschaden letztes Jahr, und hier ist einfach die Verpackung, die habe ich halt noch ein bisschen aufgehoben, falls es nicht funktioniert, den dann zurückschicken und so weiter. Ja, und hier ist eigentlich meine Sammlung von diversesten Kabeln und original verpackten Sachen, was ich hier noch so habe. Ziemlich viel dabei. Und ja, hier ist auch noch ein bisschen Merch drinnen, was original verpackt ist, nicht verwendet ist. Ja, das sind so, ja, hier ist ein Alien-Maxal drinnen von Uncharted noch etwas. Ja, schauen wir uns das Studio weiter an, weil hier hinten gibt es ja noch ein bisschen was zum Anschauen. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mit dem Rundgang weiter. Ja, weiter geht's im Studio. Hier haben wir noch eine, ja, nochmal so eine schöne IKEA-Lampe mit natürlich Philips Hue drinnen. Hier oben haben wir auch nochmal ja, das Lampen von IKEA, auch mit Philips Hue drinnen. Die finde ich eigentlich recht schön, weil hier ist halt so ein Glas oben und ich kann die in alle möglichen Richtungen drehen und schwenken, wie ich will. Also die haben mir recht gut gefallen und darum sind sie hier. Ja, hier ist eigentlich noch immer alles gleich geblieben. Ein bisschen Deko mit ein bisschen ja, Botanik sozusagen. Ja, dann von der Kinderkrebsforschung das Stofftier. Ist auch so eine Art Glücksbringer hier. Und wie auch letztes Mal, ja, Botanik und das aktuelle iPhone wird halt hier auch immer ausgestellt, was ich habe. Ja, und jetzt gehen wir rüber. Zuerst natürlich noch zur Gaming Couch. Die hat sich auch nicht geändert, ist noch immer recht gemütlich. Das Einzige, ich überlege mir, hier einen neuen Stoff zu kaufen oder Überzug sozusagen, weil die Couch ist ja nicht schlecht, aber irgendwie das Gelb sagt mir zurzeit nicht mehr so viel zu. Aber jetzt ist das Wichtigste der Gaming-Bereich, und zwar ja, PlayStation 5 digital. Glaube ich, brauche ich nicht weiter zu erwähnen. Natürlich schön mit zwei Controller gleich. Und natürlich blaues Licht passt jetzt zur PlayStation dazu. Drüben geht es gleich weiter. Hier haben wir Nintendo Switch. Hier hinten haben wir die neuen Philips Hue Lightbars, die ich jetzt reingeben, dass einfach dieses Kastel ein bisschen beleuchtet ist. Das gibt ein bisschen einen ganz coolen Flair. Hier drinnen habe ich jetzt dann noch, ja, hier habe ich sogar noch ein Amiibo stehen. Ja. Diverseste Ladekabeln, ja, alles was zu Nintendo Switch dazugehört. Und hier drüben das gleiche, noch einmal Kabeln zum Laden. Und ja, von der Philips Hue Light Gaming Bar habe ich da noch so ein paar Zubehör. Ja. Hier haben wir dann noch, hier sieht man das auch ganz schön, hier ist diese Philips Hue Light Bar hinten montiert. Sieht man eigentlich gar nicht so, aber man kriegt auf jeden Fall das Licht gut mit. Dann hier zwei Pro-Controller, hier sogar mein neuester, also der gefällt mir sehr gut. Ein Super Smash Bros. Edition Controller, ja, dass ich halt dann Nintendo Switch auch professionell zu zweit spielen kann. Hier geht es dann weiter mit der Xbox Series X, die steht hier, ja, auch coole Konsole. Auch mit zwei Controllern, natürlich auch farblich gleich grün hinterleuchtet. Ja, und hier wäre dann ja die Fernbedienung für meinen LG TV und ein Mario Amiibo, Dr. Mario Amiibo soll einfach ein bisschen meinen beruflichen Werdegang hier, ja, zur Schau stellen sozusagen, darum dieser. Was halt sehr cool ist, dadurch jetzt die Xbox Series X jetzt aufgestellt ist, somit ist die Belüftung gut, also sprich die Kühlung wird auf jeden Fall gut gegeben. Und das gleiche gilt natürlich dann auch für die PlayStation 5 digital, das heißt, sie steht frei und sie kann richtig gut ja, ja, Luft saugen und ausblasen. Damit gibt es keine Hitzestaus und so weiter. Hier habe ich dann noch so ein Beleuchtungslicht, das jetzt auch einmal gehen bei IKEA. Ja, und ich habe noch immer die Posters hier hängen, eigentlich wollte ich da immer das anpassen, nur mir gefällt halt irgendwie, ja, Nintendo und
habe schon überlegt, ob ich mir da irgendwelche anderen Posters mache, aber bin noch am Überlegen, was da so kommt. So, das war's jetzt mit meinem kleinen und feinen Rundgang durch meinen YouTube-Keller und Gaming-Keller. Einfach auch schlicht, simpel und einfach. Wo sind die ganzen Games, was ich mal gehabt habe? Ja, ich habe jetzt eigentlich alles aufgegeben. Das heißt, ich habe keine Bücher mehr, ich habe keine CDs mehr, ich habe keine DVDs mehr, keine Blu-rays, keine Spiele mehr. Es ist alles nur mehr digital und somit ist alles eigentlich recht schlicht und einfach gehalten. Und das ist halt meine Zukunft. Ich gehe halt irgendwie ein bisschen mit der Zeit und bei mir geht es einfach nur mehr alles digital. Das Einzige, was wir sammlertechnisch haben, sind ein bisschen Amiibo-Figuren. Und ja, das war's eigentlich, weil ja, ich finde einfach den digitalen Weg irgendwie ja, komfortabler und einfacher und ich glaube, das wird auch die Zukunft sein. Was sagt ihr zu meinem Rundgang in meinen YouTube-Keller und in meinen Gaming-Keller? Auf jeden Fall für jeden was dabei, jede Konsole wäre da zum Zocken. Natürlich immer mit zwei Controller, bei Nintendo Switch könnten wir sogar nochmal die Joy-Cons runtergeben und zu viert Mario Kart spielen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ich habe es mir hier gemütlich gemacht. Es ist zwar nur ein Keller und trotzdem ist es recht wohnlich geworden und schlicht und einfach gehalten. Für mich war wichtig die Beleuchtung, darum auch überall Philips Hue-Lampen drinnen, weil ich da ja, sehr gut mit dem Licht spielen kann. Und das Einzige, was jetzt noch kommt, das habe ich zwar schon vor Weihnachten bestellt, aber leider nicht lieferbar, ist noch so ein Keylight von Elgato. Das würde dann auf die andere Seite des Schreibtisches kommen, um einfach noch bessere Beleuchtung zu haben bei diversesten Unboxing-Videos oder YouTube-Videos. Jetzt würde mich interessieren, was habt ihr für Gaming-Bereiche oder Hobbyräume oder Kellers, wie auch immer. Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Und ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs freundliche Zusehen. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich sehr freuen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, baba.